Jawohl, jetzt sieht das hier richtig mittelalterlich aus. Guckt euch das doch an, wie riesig dieses Gebäude auf einmal ist. Hofstätte Stufe 3. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Manor Lords. In der Pre-Early Access Version, meine lieben Freunde, haben wir beim letzten Mal es völlig verpennt, aufgrund einer sehr intensiven Beschäftigung mit der Fruchtfolge und den Pflügen und Ochsen auf unseren Feldern, haben wir es vollkommen verpennt, hier unseren Soldaten, unseren Söldnern anzuweisen, dass sie doch mal bitte hier dieses Lager angreifen sollen. Lustigerweise haben anscheinend die Banditen schon von alleine angegriffen. Entweder haben sie sich zurückgezogen oder sie sind in meine Leute reingerannt und wurden völlig dezimiert. Weil, es ist schon witzig, wenn ich mir das hier so angucke, ja. Die stehen ja hier alle die ganze Zeit rum und hier sind keine Gegner mehr im Lager drin. Also von daher, ja. Leider mussten wir jetzt die nächsten 30 Tage direkt nochmal bezahlen. Jetzt, weil ich das jetzt verpennt hatte. Dass wir ja... Ne? Habe ich vorhin nicht mitgeschnitten. Also ja, so ist das halt. Das Spiel ist echt so ein Multitasking-Albtraum manchmal. Du musst echt so viele Sachen gleichzeitig auf dem Zettel behalten, ja. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Manor Lords reinziehen, in der Pre-Release-Version, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir, wenn ihr mehr davon sehen möchtet. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Playlist reinschauen, die mal am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist. Oder am Ende, genau. So, jetzt mache ich mal wieder schnelle Geschwindigkeit hier. Die sollen jetzt mal hier das Lager plündern. Ja, und dann können wir sie an sich... Naja, ich überlege, ob ich sie vielleicht jetzt wirklich diesen einen Monat noch im Dienst behalten soll. Weil am Ende des Tages, wenn jetzt doch nochmal ein Lager irgendwo auftaucht, können wir die ja da auch gleich direkt hinlaufen lassen eigentlich. Wäre ja so an sich keine schlechte Idee, ja. So, jetzt will ich mal schauen, kriege ich auch eigentlich Einfluss, wenn ich dieses Lager jetzt zerstöre? Weil das wurde ja gesagt, man kriegt Einfluss, wenn man die zerstört. Nee, habe ich nicht bekommen. So, wir schicken mal die Ressourcen in die nächste Stadt diesmal, würde ich sagen. Regional Wealth Gained, genau. Jetzt wäre natürlich mal spannend, welche Stadt das jetzt eigentlich bekommen hat. Wieder Bärheim natürlich, was sonst. Okay, also ist Bärheim jetzt wieder ganz schön reich. Ich meine, da könnte man jetzt natürlich wieder Steine importieren lassen, aber für Steine, wir haben ja gerade hier das Problem, wir können keine Lager mehr aufbauen, wenn wir keine Steine mehr haben. Also wir können keine Speicher mehr aufbauen für unsere Nahrung. Und da sind wir gerade dabei, hier drüben mal einen Steinmetz zu bauen in Bärbrand, weil dann können wir nämlich die Steine per Kurier rüberschaffen in die andere Region. Das habe ich nämlich jetzt noch nicht geschafft bisher. So, 20 Tage halten die Söldner noch, aber ich werde die jetzt nicht noch eine weitere Periode bezahlen. Die werde ich dann vorher auflösen, aber ich verliere das dann nicht aus dem Auge. Meistens verliert man das dann aus dem Auge. Ausbau zu einem großen Speicher. Ah, das könnte man natürlich auch mal machen, ne? Warte mal, welches Lager ist voll? Dieses allgemeine Lager ist voll. Das können wir mal erweitern, stimmt. Ah, wir haben keine Familien dafür. Moment, da müssen wir mal hier mal Leute rausnehmen aus dem Bauernhof. Stimmt, wir können die ja erweitern. Das wurde, glaube ich, auch schon geschrieben. Haha, manchmal reagiert der Spielbär eben auch ein bisschen langsam, ne? Aber wenigstens reagiert er noch. Immer noch besser, langsam zu reagieren, als gar nicht zu reagieren. Guck mal, dann können wir das ja dann bei allen Lagerhäusern machen. Nice. Können wir eigentlich die Speicher? Die können wir ja, also hier die... Ja, können wir auch upgraden. Komm, machen wir auch gleich direkt. Denn da wird ja dann auch das Mehl und die Brote werden ja dann da auch eingelagert eigentlich. Nicht schlecht. Nice, nice. So, hier wird gebaut. Ist gut. Ist gut. Hier wird dann auch noch, werden dann auch noch die Häuser gebaut. Das müssen sie natürlich alles nacheinander machen. So, 12 Tage noch. 11 Tage noch. Ach komm, ich löse die jetzt auf. Einheiten auflösen. Ich glaube nicht, dass in den 11 Tagen jetzt noch irgendwas passiert. Und jetzt gleich Banditenlager gesichtet. Oder Feinde im Anmarsch. Und wenn die jetzt nichts bestellen, bekommen sie auch nichts gratis nach Hause geschickt. Ja, die müssen mal jetzt was bestellen hier. Das wird langsam mal Zeit. Aber hier steht Ertrag. 82 in 69 Tagen. Also von daher, da muss eigentlich was bei rumkommen. Ich meine, gut, wir haben jetzt genug Wohlstand, aber wir könnten auf jeden Fall Bretter exportieren noch zusätzlich. Da würden wir 2 Münzen noch bekommen.
und könnten damit vielleicht nochmal irgendwie einen Lebensmittelimport im Notfall vielleicht auch gegenfinanzieren. Oh, guck mal, wir haben 245 Bären, krass. Guck mal, der Wahnsinn. Ein großes Lagerhaus, es kann so schön sein. Es kann so schön und so einfach sein. Und beim Speicher müssen wir mal gucken, da werden jetzt schon die Stämme hingeliefert. Das Gebäude ist fertig. Hofstätte Stufe 1. Sehr schön. Der Ertrag ist hier halt relativ gering. Wir müssen hier dieses Feld anscheinend nochmal größer machen. Ich werde aber erstmal warten, bis sie den Ertrag reingeholt haben, damit ich das jetzt nicht wegmache. Wie sieht es bei der Gerste aus? Bei der Gerste sieht es noch seltsamer aus. Ertrag 6. Aber dabei ist es doch kein wirklich kleines Feld, oder? Muss ich vielleicht doch größer machen einfach. Ich meine, das hier ist jetzt auch nicht signifikant größer. Hat aber schon einen deutlich größeren Ertrag auf jeden Fall. Bei einer niedrigeren Fruchtbarkeit. Schon merkwürdig. Also da ist das System, finde ich, noch ein bisschen undurchsichtig. Ah, das Lager. Alter, 2500 Einheiten kann das Lager jetzt lagern. Ich werde wahnsinnig. Ich habe die ganze Zeit auf diesen Mini-Lagern da rumgekrebst. Alter, und jetzt ist hier einfach mal der Himmel die Grenze. Ich werde ja wahnsinnig. Das Gebäude ist fertig. Hofstätte Stufe 1 in Bärbrand. So, also Gebäude gibt es hier jetzt genug. Zufriedenheit ist auch am Start. Das heißt, es müssten eigentlich auch gleich wieder mehr Leute kommen, die hier wohnen wollen. Wir haben hier jetzt 11, 13. Warte mal, können wir sowas wie eine Schneiderei schon machen? Oder eine Schusterwerkstatt? Könnten wir eigentlich... Bridge Plot Level too low. Achso, wir brauchen noch die nächste Stufe, genau. Kirchenstufe. Ah ja, eine Kirche brauchen wir ja auch. Und Bekleidung. Da reicht, glaube ich, ein Ziegenstall. Warte mal, einen Ziegenstall können wir aber auch noch nicht machen. Da fehlt uns noch der Reichtum. Was brauchen wir denn für eine Kirche nochmal? Da brauchen wir doch auch Steine. Guck mal, eine Kirche könnten wir aber machen. Dann lass die mal machen. Lass die mal hierhin machen. Nice, nice. Ich hoffe, ich sehe jetzt nicht zu weit weg von den Gebäuden hier. Was sollte eigentlich gehen? Nicht schlecht. Vielleicht in Bärheim investieren für Ochsen. Ich glaube, wir haben jetzt schon da ganz schön viel gemacht mit den Ochsen. Die Ochsen sind, glaube ich, auch eher nicht das Problem momentan. Ich glaube, wir haben eher gerade da andere Probleme. Die Felder sind einfach zu klein. Wir müssen die Felder größer machen. Das könnte vielleicht schlau sein, dass wir das machen. Ich meine, das hier geht irgendwie. Das ist okay. Ich meine, gut, jetzt haben wir ganz viele Bären im Lager. Ich meine, damit kommen wir halt auch über die Runden, ja. Aber das ist halt nicht die Stufe an Essen, die wir brauchen. Wir brauchen ja eigentlich die nächsthöhere Stufe Essen. Das ist ja pro tendenziell. Keine Kirche bauen. Ohne Kirche kein Sündenfall und alle können nackt rumlaufen. Ja, das wird auch ohne Kirche nicht gehen, glaube ich. Nee, wir brauchen hier Zucht und Ordnung. Damit sich alle an die Regeln halten, genau. Wir wollen ja auch nicht, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt am Ende. So, die Kirche wird gebaut, sehr nice. Machen wir das mal. Gesetze verfügbar. Ah ja, stimmt, warte mal, wir haben doch hier auch einen Regionspunkt schon. Da überlege ich gleich mal, was können wir denn da machen? Ausländische Lieferanten, Brennholzkarren und Lebensmittelkarren. Handelslogistik. Das Erstellen einer neuen Handelsroute kostet stets höchstens 25 Regionsvermögen. Bessere Geschäfte. Entfernt die Tarife für Importe aus dem Ausland. Ah, hier werden die Importpreise billiger. Guck mal, da werden die nämlich an meine Preise angeglichen. Boah, dann lass mal in Bärbrand eine Handelsspezialisierung machen. Lass mal das machen. Und lass dann als nächstes, wenn wir den nächsten Punkt bekommen, lass mal das machen. Weil dann verschieben wir einfach, ich hoffe, das geht, dann verschieben wir einfach die Güter aus Bärheim, schieben wir nach Bärbrand und in Bärbrand machen wir dann den Export nach außerhalb, nach Bärbock. Und dann kriegen wir von Bärbock nämlich mehr Geld. Das ist nämlich der geniale Plan. Also Bärbock ist alles drumherum, natürlich. Weil die Schlauen wohnen nur hier in Bärbrand und in Bärheim, definitiv. Genau, so machen wir das. Der absolute Wahnsinn. Das ist der Plan. Weil dann können wir nämlich hier den Handelsposten auch abreißen. Weil den brauchen wir dann hier eigentlich nicht mehr. Weil wir ja die Importe nur noch über Bärbrand machen. Ha! Wenn das geht. Ich muss halt mal gucken, ob das jetzt endlich mal möglich ist, dass wir Waren austauschen zwischen zwei Stellen. Da weiß ich halt immer noch nicht, wie ich das genau einstelle.
Müssen wir was haben, was wir auch bekommen dafür? Das ist eben so die Frage. Ich meine, ich könnte mal spaßenshalber die Schilde importieren lassen hier. Diese einfachen Schilde, die wir ja da produzieren. Lagerung. Es wurde nichts eingelagert. Probieren wir das mal so. Vielleicht klappt das ja. Mal gucken. Vielleicht klappt das ja so direkt. So, jetzt machen wir mal hier gleich ein Steinmetz. Dann kriegen wir nämlich die Steine, die wir dann rüber schaffen. Können wir da eigentlich ein Limit einstellen irgendwie? Dass die mir jetzt hier nicht alle Steine wegziehen? Was heißt das eigentlich mit Tauschwert? Wenn Waren zwischen Regionen verschoben werden, muss deren Tauschwert übereinstimmen. Wenn ihr beispielsweise Eisen für 14 Silber je Einheit gegen Brennholz für 7 Silber je Einheit tauschen wollt, beträgt der Tauschwert 2. Ihr bekommt 2 Brennholz je Eisen. Das ist ein Tauschhandel im Endeffekt. Also muss es immer einen Gegenwert geben am Ende. Lass mal es mal einfach laufen und mal gucken, was passiert, ja? So, jedenfalls wird die Kirche jetzt auch gleich gebaut. Das ist auch schon mal gut. Stand nicht dabei, dass die Felder groß sein müssen, wenn sie sich nicht doppelt so groß machen. Was? Wenn nicht einfach doppelt so groß machen. Ja, das Problem ist ja auch, die Fruchtbarkeit darunter muss ja auch groß genug sein, damit ich das Feld so groß machen kann. Weil ich kann ja nicht in eine Unfruchtbarkeit hinein das Feld vergrößern. Das macht ja auch keinen Sinn. Aber ich sehe gerade, wir haben Weizen bekommen gerade. Nee, wir haben Flachs, genau. Flachs haben wir bekommen. Warum will eigentlich keiner den Flachs einlagern? Boah, guck mal, jetzt haben wir hier einen riesen Speicher mit 2500. Ich werd ja wahnsinnig, meine lieben Freunde. Ich werd ja wahnsinnig. Das ist ja schon auch ein bisschen geil. Ein riesiger Speicher. Ja, das ist doch super. Jetzt müssen wir mal nur noch den Weizen bekommen. Und dann Brot rausbacken, das wäre schon geil. 17 Tage. Okay, hier haben wir jetzt einen Ertrag von 38 in 17 Tagen. Hier haben wir einen Ertrag von 83 in 17 Tagen. Guck mal, es reicht anscheinend echt, wenn das Feld nur so geringfügig größer ist, dass der Ertrag signifikant steigt. Ich meine, jetzt wäre mal spannend zu wissen, wie viel größer ist das jetzt eigentlich? Sind die Regionen nicht miteinander verbunden? Nee. Also in dem Sinne nicht, weil die stehen für sich. Das sieht man auch oben an der Statistik. Wenn ich in die Regionsgrenze überschreite, dann habe ich eine andere Statistik. Müsst ihr mal drauf achten. Als wie wenn ich halt in der Region bleibe. Ne? Also es verändert sich dann immer. Und das ist halt der Grund. Es ist nicht untereinander verbunden. Die stehen für sich quasi. Aber sie gehören mir. Also die Siedlungen, die da drin sind, gehören mir. Man muss die Ressourcen quasi hin und her tauschen. Zwischen den Regionen. Also das ist innerregionaler Handel, Tauschhandel. So habe ich es verstanden. Und alles, was nach außerhalb geht, ist überregional. Und da gibt es dann auch Wohlstand dafür, wenn wir da was exportieren. Das checke ich noch nicht so ganz mit dem Warenaustausch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das verstehe ich nicht. Wollen wir das mal gleich zu einem großen Lager machen? Und vielleicht auch gleich hier das Ding. Solange wir noch Steine haben, können wir das mal gleich noch machen. Dann haben wir da gleich direkt große Lager im... Im Bärbrand, ich glaube, das ist gut. So, beim Handel exportieren wir ja auch schon die Bretter. Wahrscheinlich haben wir deswegen jetzt auch 33 Wohlstand. Stimmt, warte mal, ich wollte hier noch einen Ziegenstall machen. Das hat man nämlich hier noch nicht gemacht. Genau. Ein Ziegenstall ist wichtig, weil dann kriegen wir hier nämlich noch Kleidung auch. Dann haben wir noch ein weiteres Bedürfnis erfüllt und dann steigt hier das Wohlbefinden. Das Game ist hübsch und ich finde es interessant zuzuschauen, aber selber spielen werde ich es nicht. Es sei denn, es wird noch etwas gebalanced. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen gebalanced, glaube ich. Viele Sachen sind noch ein bisschen zu undurchsichtig auch, finde ich. Also ich finde, was mir zum Beispiel fehlt, ist so ein bisschen so eine Statistik, dass ich ein bisschen einen besseren Überblick habe. Zum Beispiel, welche Mengen produziere ich denn? Weil ich habe ja diese ganzen kleinteiligen Produktionsanlagen, die ich ja gar nicht mal richtig erkennen kann, weil die in den Wohnhäusern drin sind. So, das heißt... Ich habe jetzt hier irgendwie eine Schafsfarm, dann habe ich eine Gemüsefarm hier wieder drin, dann habe ich da irgendwo einen Schmied da noch mit drin. Und die produzieren ja alle möglichen Sachen, aber ich habe keine Gesamtübersicht, was ich eigentlich produziere. Also ich habe zwar eine Übersicht, was ich einlagere, aber ich habe keine Übersicht, was ich produziere. Bei der Ernte, okay, bei der Ernte haben wir ein bisschen eine Übersicht. Da sieht zumindest, was die nächste Ernte bringt. Nächste Ernte 104 in 355 Tagen. Nächste Ernte 40 in 354 Tagen, genau. Also da hat man so ein bisschen so einen kleinen Anhaltspunkt. Hoffe, dass das mit den Regionen noch geändert wird. Ich hoffe, dass es ein bisschen einfacher und transparenter gemacht wird, wie man die Waren zwischen zwei Regionen verschieben kann. Dass man das ein bisschen einfacher hinkriegt, weil das ist irgendwie... Das ist ein bisschen zu umständlich und ein bisschen zu schwer zu verstehen irgendwie.
Und jetzt werden bestimmt wieder irgendwelche Profis dann sagen, ja, das ist voll easy, du hast das nur wieder nicht richtig gelesen oder was weiß ich. Das kommt auch noch dazu, in der aktuellen Pre-Early Access gibt es noch keine richtigen Tutorials zu bestimmten Themen und auch keine richtigen Erklärtexte. So, also dass man Step by Step halt weiß, was man machen soll. Und das ist gerade bei dem Ressourcentransfer, ist das halt besonders nervig. Da weißt du halt teilweise nicht wirklich, wie du vorgehen musst. So, wir machen jetzt mal noch ein paar Wohnhäuser. Wir haben ja jetzt hier genug Nahrung am Start. Wir machen hier jetzt noch Wohnhäuser, weil... Ah, hier ist ein... Hier war der Ochse, genau. Hier hatte ich den hingebaut. Weil wir brauchen mal ganz dringend noch welche jetzt. Ich mache jetzt mal auch hier mal welche hin noch. So. 3 Stück, genau. Mach da mal welche hin. Weil, meine lieben Freunde, wir müssen mehr Arbeitskräfte hier jetzt noch bekommen. Weil wir müssen ja dann die Ernte und so, das müssen wir ja dann auch verarbeiten alles. Guck mal hier, wir machen jetzt hier schon mal die Mühle an, damit die Mühle jetzt schon mal dann das ganze Weizenzeugs verarbeiten kann, was jetzt geerntet wurde. 85 Weizen, damit uns die Feldfrüchte jetzt nicht vergammeln. Weiß jemand eigentlich, ob da eine Roadmap kommt? Wäre sicherlich interessant. Ich würde mal davon ausgehen, dass die dann spätestens, wenn es die Early Access dann gibt, wenn die wirklich auch gestartet ist, am 26. April, dass dann in dem Dreh irgendwann auch mal eine Roadmap kommen sollte. Sollte, wie gesagt. Ich habe keine genauen Infos, ob da wirklich eine kommt oder nicht, aber ich hoffe mal, dass eine kommt. Vielleicht ist es aber auch wie bei Enshrouded, dass die dann einfach eine Idee später noch kommt. Da waren jetzt noch andere Meldungen. Ein Banditenlager wurde entdeckt. Ich habe das doch richtig gelesen. Oh, guck mal. Das ist schon ein bisschen näher dran. Warte mal, da müssen wir uns drum kümmern. Mach mal die Geschwindigkeit mal ein bisschen langsamer. Was haben wir denn für Optionen? Söldner. Ach, wieder die Abtrünnigen. Ankunft im Goldhof. Ja, ist egal. Ich nehme die jetzt mal an. Wo sind sie denn, die Leute? Die Nasen. Goldhof. Wo ist denn... Da ist Goldhof. Da kommen sie an, oder was? Ah ja. Ja, ist auch ja nicht so weit weg eigentlich. Ist ja genau nebenan. Dann schickt die mal da jetzt hin. Dann können wir wieder Geld eintreiben. Darf aber nicht wieder vergessen. Ich darf aber dann nicht wieder vergessen, die dann auch weiter zu steuern direkt. Zack, und er hat es schon wieder vergessen. 5 Sekunden später und Spielberg hat schon wieder vergessen, dass er Söldner engagiert hat, um ein Banditenlager zu zerstören. Nimm mal hier jetzt Leute raus und nimm mal bei der Melzerei Leute rein, genau. 7 Steine. Oh, wir haben 7 Steine bekommen. Die können wir nur bekommen haben von der anderen Region. Warte mal. Aber die hat keine Schilde gekriegt. Das ist aber, das muss von hier kommen. Wir hatten vorher hier nur 3 Steine. In der Region. Und jetzt haben wir plötzlich 7. Und wir haben hier keine Produktionsanlage für Steine. Und einen Handelsvertrag haben wir auch nicht. So, im Winter, wenn sie hier die Gerste eingesammelt haben, wenn sie das alles weggemacht haben und geerntet haben, werde ich mal die Felder nochmal abreißen und nochmal größer machen. Die beiden Felder da. Vielleicht haben sich die Steine fortgepflanzt. Du meinst, die haben gerammelt? Ja, das könnte natürlich sein, dass die Steine im Lager gerammelt haben. Und dann wurde aus 3 Steinen plötzlich 7 Steine. Ha! So ist 7 Steine entstanden. Wer hätte das gedacht? Ein weiteres Familienmitglied schließt sich einer niedergelassenen Familie an. Nicht schlecht. Ist ein Gerammel hier, ich sag's euch. Berries, Berries. So, die sind noch unterwegs. Die laufen übrigens auch normal. Also die laufen jetzt nicht irgendwie schnell oder so. Die laufen normal. Gebäude ist fertig. Hofstätte. Alles klar. 2 Angestellte können wir jetzt wieder zuweisen. Ja, ist die Frage, wo weisen wir die jetzt zu? Wo rutsche ich jetzt zu? Hier bei der Gersterei. Melzerei, meine ich. Stimmt, wir müssen auch noch eine Brauerei einrichten. Da war ja was. Hatten wir noch ein freies Haus, wo wir das machen können? Hier können wir das, glaube ich, machen. Hier können wir eine Brauerei machen. Ich mache jetzt eine Brauerei und dann können sie auch endlich die Taverne benutzen und dann geht das hier richtig steil, meine lieben Freunde. Gebäude ist fertig. Brauerei. So, nice. Jetzt haben wir ja Gerste, genau. Und das wird ja jetzt, Gerste wird ja jetzt mit weggemalzt hier. Genau, wir haben schon auch Malz produziert. Hervorragend, das läuft doch. Haben sie wenigstens mal ein bisschen Bier. So, wie sieht's aus? Haben sie die schon wieder weggeklatscht jetzt? Die haben sie schon wieder weggeklatscht, okay.
Sehr schön. Ja, stimmt. Hier, guck mal, hier liegen sie noch. Das ging schon wieder so schnell, das hat der Spielmeer schon wieder nicht mitgekriegt. Hervorragend. Ich finde aber, da müsste man ein bisschen deutlicher darauf hingewiesen werden, dass da gerade ein Kampf stattfindet. Dass die gerade anfangen, auf einen zu schießen. Dann irgendwie mal so ein bisschen so ein Alarm oder so. Oder mal irgendwie ein Penübel, der eingeblendet wird, dass man da mal draufklicken kann und da mal schnell hin kann. So, rein da, rein da, rein da. Jawohl, neue Nachricht. Und ab in die Schatzkammer damit, genau. So, dann lösen wir die Nasen gleich mal auf, weil dann müssen wir nämlich nicht den nächsten Monat bezahlen. Höhö. 989 in der Schatzkammer, nicht schlecht. Mann, das läuft hier richtig. Das läuft, meine lieben Freunde, das läuft so gut, das ist beängstigend, wie gut das läuft. These things do happen from time to time, genau. Lebensmittelstand in Bärheim ist fertig. Wie sieht denn jetzt eigentlich die Marktabdeckung aus? Brennstoff ist immer noch irgendwie ein bisschen nicht ganz so gut. Nahrungsvielfalt sieht aber gut aus jetzt. Guck mal, da haben wir es jetzt geschafft, die Engpässe zu bewältigen bei der Nahrung. Das ist doch schon mal gut. Können wir das jetzt eigentlich zu unserem Vorteil nutzen? Haben wir jetzt eigentlich schon Bier bekommen? Also Malz ist ja am Start und die Brauerei ist ja auch am Start. Und die Brauerei scheint ja auch... Die scheint ja auch was zu machen. Er hat ja gerade gequalmt. Müssen wir mal schauen. Das heißt doch eigentlich normalerweise, ne, hier qualmt es ja eigentlich. Annehmlichkeiten. Ist das, was als Bedürfnis dasteht, genau. So, und hier ist die Taverne. Ah, da müssen wir natürlich auch einen arbeiten lassen jetzt. Weil sonst könnt ihr da natürlich kein Bier ausschenken, logisch. Also selbst wenn da was produziert wurde. Schauen wir mal. Als was zählt Bier denn? Zählt das als Nahrungsmittel hier in dieser Welt oder zählt das als... Ah, das zählt als Verbrauchsgut, okay. Alter, wir haben 171 Schuhe, bitte, was? 66 Kräuter, erstaunlicherweise kaum Kleidung, okay. Kein Bier, also Bier haben wir nicht. Aber gut, kann vielleicht auch einfach noch ein Momentchen dauern. Lass doch mal noch einen Kleidungsmacher vielleicht irgendwo reinpacken. Eine Schusterwerkstatt haben wir ja schon. Hier eine Schneiderei müssten wir vielleicht mal noch machen. Aber da brauchen wir vorher noch ein höherleveligeres Gebäude. Warte mal, haben wir noch irgendwo ein hochleveliges Gebäude, wo wir noch was reinmachen können? Irgendwie ein Betrieb oder so? Ich glaube nicht, aber wir können das hier mal aufsteigen lassen einfach. Da war ja noch nicht... Also da haben wir gar keinen Platz für einen Betrieb, wa? Na egal, lassen wir es trotzdem mal aufsteigen. Können wir das hier aufsteigen? Ne, da haben wir schon was. Das können wir noch aufsteigen lassen. Lass die mal aufsteigen, die beiden, genau. Und dann machen wir da mal noch einen... Noch einen Schneider noch, dass die noch mehr Klamotten bekommen. So, wie schaut es hier aus? Können die jetzt eigentlich auch aufsteigen? Bekleidung fehlt noch. Ja, da hat man ja eigentlich hier den Ziegenstall hat man ja eigentlich dafür gemacht. Und hatten die nicht auch einen Jäger? Haben wir beim Jäger eigentlich schon... Oh, da haben wir noch gar keinen... da lassen wir noch gar keinen arbeiten gerade. Das ist ja ein Ding. Mach mal 12, lass mal 12 Tiere übrig, genau. Okay, spätestens dann müssten wir eigentlich die auch upgraden können dann. Deine kleinen Felder müssen laut Internet fast doppelt so groß sein. Ja, das müssen wir jetzt mal gleich machen. Wenn der Schnee gleich fällt, also wenn wirklich auch garantiert da nichts mehr gemacht wird auf dem Feld, dann mache ich das mal größer. Ich glaube, das hier geht gerade so vom Ertrag her auch. Die beiden anderen müssen wir, glaube ich, deutlich größer machen. Haben wir jetzt Bier bekommen schon? Oh, es ist Bier in der Taverne. Es ist Bier in der Taverne. Warte mal, müsste da jetzt nicht eigentlich... Ha, hier, wir können die aufsteigen lassen. Was brauchen die? Geld? Okay, machen wir, machen wir. Oh, bitte sag mir, dass wir jetzt auch Ziegel dafür haben, warte. Ja, wir haben Dachziegel für den Aufstieg. Wir können in die nächste Stufe aufsteigen. Gleich machen, gleich auslösen. Solange wir die Möglichkeit dazu haben. Weil wer weiß, wie lange das jetzt am Start ist mit dem Bier. Lassen wir die jetzt alle aufsteigen. Meine lieben Freunde, wir sind in der nächsten Stufe gleich. Es ist der Wahnsinn. Es ging jetzt dann doch schneller. Es hat nur am Bier gehangen. Das Bier ist das, was noch gefehlt hatte. Das ist der Stein im Bauwerk der Zivilisationen, der noch gefehlt hat zum Aufstieg.
Der Wahnsinn. Ab jetzt geht die Entwicklung dieser Menschheitsgeschichte steil nach oben. Jetzt ist das Bier am Start. Jetzt werden selbstlandende Raketen entwickelt, Elektroautos, die hoffnungslos überteuert sind. Und es wird einfach ein absoluter Fortschrittsexplosion wird es geben. Der absolute Wahnsinn. Nicht schlecht. Und alles nur, weil wir jetzt das Bier haben, meine lieben Freunde. Alles nur deswegen. Es ist der Hammer. Gänsehaut überzieht meinen Körper. Aber sowas von. More Bier, habt das gehört? More Bier, hat da einer gesagt. More Bär, more Bär. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt müssen sie natürlich das alles erstmal machen. Jetzt habe ich natürlich ganz schön viele Bauaufträge erteilt. Das müssen sie jetzt erstmal alle nacheinander abarbeiten jetzt. Ich mach mal die Beschleunigung an, ne, damit das nicht so lange dauert jetzt. So, und hier wollten wir jetzt einen Schneider noch machen, wenn das überhaupt geht, muss ich gleich mal gucken. Jetzt können die Bewohner ihre Sorgen ertrinken, ja. Mal runterspülen, meinst du wahrscheinlich. Sie spülen die Sorgen weg. Vielleicht auch ein bisschen zu viel gespült manchmal. Egal, Hauptsache spülen. Spülbär-LP. Nicht schlecht. Oh, guck mal, da sind die Ziegel schon am Start. Nice. Yay, da wird schon... Oh, echte Dachziegel. Schwebende Dachziegel. Antigravitationsdächer, meine lieben Freunde. Wir sind in der Zukunft angekommen. Wir sind in der Zukunft angekommen. Das Dach schwebt. Das ist das Elon-Dach. Nicht schlecht. Ja, und... Oh, guck mal, da entsteht ja richtig noch ein Nebenhaus noch. Es ist doch Wahnsinn. Aber warum fehlen die Stämme? Die Stämme fehlen, das geht ja mal gar nicht. Oh, krass, wie sie da auch so diesen Zaun noch drumrum krasser machen. Eine Ode von Spielbär an die Bierfreuden, genau. Oh, jawohl, jetzt sieht das hier richtig mittelalterlich aus. Guckt euch das doch an, wie riesig dieses Gebäude auf einmal ist. Hofstätte Stufe 3. Aber der Preis ist auch unterschiedlich. Warum hatten sie hier 16 Bretter reingepackt und nicht 8? 16 von 8, das sind viel, oder? Bisschen teuer. Mal sehen, welches zuerst fertig wird. Ich tippe ja mal stark auf das hier vorne. Wie gut sieht bitte dieses Spiel aus? Es ist einfach der Wahnsinn, wie das aussieht. Dieses Spiel ist einfach geil. Alter, guckt euch das an, die Gebäude, guckt sie euch an. Boah, das ist mal ein Dachbalken, nicht schlecht. Das ist ja bald größer als die Kirche, guckt euch das an. Da ist uns die nächste Zivilisationsstufe sicher, würde ich sagen. Ne? Ist uns das Bier schon wieder ausgegangen? Das Bier ist uns schon wieder ausgegangen, aber ist egal. Da kommt irgendwann schon wieder Neues. Was das Getränk des Lebens alles möglich macht. Ja, es ist geupgradet und sofort ist die Zufriedenheit nicht erfüllt, weil kein Bier mehr da ist. Hervorragend. Aber wie geil sieht dieses Haus bitte aus, ey. Guckt euch das mal an, wie geil die Häuser aussehen. In der dritten Stufe. Okay, das ist auch die finale Stufe in der aktuellen Version. Höher geht's anscheinend nicht. Stufe 3. 8 Leute in Stufe 3. Nicht schlecht. Der Wahnsinn. Und jetzt bricht ein Feuer aus. Alles brennt ab. Bitte nicht. So, jetzt fehlt noch das Gebäude hier. Alter, ist das riesig. Ist das riesig? Stufe 4 sind dann Wolkenkratzer. Ja, wahrscheinlich. Ein Feuer! Nein! Wie, was muss ich tun? Muss ich löschen? Was muss ich machen? Ah, die machen das schon selber. Schnell. Ja. Hui. Das Wasser rein. Nein. Nein. Feier endet Ruine. Nein, das war das. Der Schornstein raucht noch. Hervorragend. Ah, die bauen das wieder auf. Okay, alles gut.
Ich sagte schon, jetzt brennt mir hier mein Hightech-Haus ab. Aber krass, ey. Jetzt auf einmal kommen Brände, weißt du? Jetzt auf einmal fackelt mir hier die Bude ab. Ja, die bauen das neu, alles gut. Aber brauchen die da jetzt nochmal Material dafür oder machen die es jetzt einfach so? Es scheint, als machen sie das einfach so, okay. Das ist gut zu wissen, dass das erstmal noch nichts kostet. Jetzt macht man da das eine Haus noch fertig, genau. Ha! Kann man da jetzt eigentlich was Besseres noch installieren? Nee, kann man nicht. Wohnraum erweitern könnte man noch. Aber irgendwie scheint das gerade nicht zu gehen. Komisch. So, jetzt ist anscheinend auch wieder Bier in der Taverne. Hofstätte Stufe 3. Lol. Die Leute ziehen ein und können sich gar nicht mehr halten hier. Nicht schlecht. So, warte mal. Jetzt ist es ja gerade Dezember. Ich glaube, jetzt können wir mal hier... Ich mach mal kurz Pause. Ich möchte jetzt mal hier die Felder mal abreißen jetzt. Ich mach die jetzt mal hier noch größer jetzt. Das war ja die Idee, dass wir das machen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also, hier konnte ich ja nicht so weit nach hinten gehen. Machen wir das jetzt mal... Warte mal, Moment. Mach das mal von hier nach da. So, und dann machst du das von da nach da. Warte mal, das ist Gerste nochmal einstellen. Okay, ja gut. Ja, die Fruchtbarkeit ist hier eigentlich für Gerste nicht so gut. Gibt es die irgendwo in höher? Hier wäre die Fruchtbarkeit sehr hoch, aber das Gelände gehört uns leider nicht. Ja toll, jetzt speicherst du. Jetzt speicherst du, weißt du? Warte mal, Straßenanbindungspunkt, Hausposition. Warte mal ganz kurz, mach den Punkt nochmal weg. Zieh den mal richtig bis nach hier hinten. Und dann zieh das mal hier hin. So, so machen wir das jetzt. So, und dann stellen wir ein. Guck mal, Gerste, da kriegen wir nämlich schon 23% auch raus. So, einen Fruchtwechsel mache ich jetzt hier einfach mal nicht. Das soll jetzt einfach mal ausgelaugt werden, das Feld. Ist mir jetzt wurscht, ist eh kaum Fruchtbarkeit drauf. So, und hier das Feld machen wir auch weg. Das machen wir jetzt auch nochmal neu. So. Und warte, ja, so. Bis ganz nach hier hinten machen wir das jetzt. Guck mal, wir machen jetzt hier das größte Feld, was die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. So nehme ich, guck mal. Das ist jetzt dreimal, ach was sag ich, viermal so groß. So, da stellen wir auch wieder ein Weizen ohne Fruchtwechsel. Ich bin jetzt halt mal heute richtig fruchtbar. Ich bin jetzt heute so ein richtiges Früchtchen. Ich mache das ohne Fruchtwechsel. Ich brauche keinen Fruchtwechsel. So einen dreckigen Luxus brauche ich nicht. Das machen wir hier nicht, Fruchtwechsel. Wir lassen das jetzt durchlaufen. Plump and juicy, genau. So, da haben wir das noch hingekriegt. Nicht schlecht. Bier ist jetzt wahrscheinlich wieder alle, oder? Nee, es ist immer noch Bier da. Es ist immer noch Bier da. Aber das Haus ist auch noch nicht fertig hier. Wie viele Ziegel haben wir denn noch eigentlich? 55. Alter, wir können noch voll viele Gebäude upgraden. Zustimmung von 93%. Wir haben 1068 in der Schatzkammer und 727 Regionsvermögen. Das Schwert wahnsinnig. Wo haben wir denn noch Betriebe, die sehr wichtig sind? Ja, Siedlungsstufe erhöht. Nice, warte mal ganz kurz. Neuer Verwicklungspunkt. Okay, wir können jetzt nochmal ein Upgrade machen. Wir könnten Dünger machen. Neue Verbesserung einzäunen. Ermöglicht die Nutzung eines brachliegenden Feldes als Weide, wodurch die Fruchtbarkeit schnell regeneriert wird. Bäckereien. Ausbau der Bäckerei produziert mit der doppelten Effizienz des Gemeinschaftsofens Brot. Aha. Was ist das hier? Verbesserte Tierverwertung. Verdoppelt die Menge an Fleisch, die von Jägern und Metzgern sowie aus Ziegenställen bezogen wird. Die Menge an Fleisch, die von Jägern und Metzgern sowie aus Ziegenställen bezogen wird. Ha. Was ist das hier? Felsproduktion. Jäger sammeln auch mit Hilfe von Fallenpelz heute. Heute, genau. Köhlerei wäre aber vielleicht mal ganz interessant. Kohlemeiler wandeln eine Einheit Brennholz in zwei Einheiten Holzkohle um. Macht das mit dem Brot. Mit der doppelten Effizienz des Gemeinschaftsofens Brot.
Ja, könnte man machen, ne? Hier ist ja eigentlich auch die Weizenfruchtbarkeit sehr hoch in dem Gebiet. Dann haben wir auf jeden Fall kein Brotproblem mehr. Mach mal das mal. Brot für die Welt. Ah ja, apropos. Da können wir ja gleich mal. Moment mal, was war das jetzt nochmal? Ausbau der Bäckerei. Produziert mit der doppelten Effizienz des Gemeinschaftsofens Brot. Also müssen wir die Bäckerei jetzt extra nochmal bauen, oder was? Gemeinschaftsofen? Oder wo ist jetzt die Bäckerei? Oder muss ich das jetzt upgraden? Warte mal. An das Straßennetz angeschlossen. Oder ist das jetzt eine Bäckerei? Das ist ja jetzt nur ein Gemeinschaftsofen. Stimmt, wir müssen ja auch noch das Brot auch backen. Spielbär, du hast nur Lehm. Mehl. Du musst das auch backen. 120 Mehl haben wir. Du musst auch Brot backen. Hast du den Backofen schon gebaut? Ich habe den Gemeinschaftsofen. Erst den Ofen bauen. Bäckerei ist im. Ach so, das ist in einem Haus. Ah, verstehe. Okay, warte mal. Ah, Ausbau der Bäckerei. Ja, ich verstehe. Okay, warte, da müssen wir das Haus noch verbessern. Machen wir das mal möglichst nah da dran, vielleicht. Ich verstehe. Ich hab's verstanden. Hausupgrade. Stimmt, das ist ein Hausupgrade. Ja. Ah, das ist aber ein cooles System auch irgendwo. Nicht schlecht, aber brauchen wir dann überhaupt den Gemeinschaftsofen noch? Brauchen wir ja dann gar nicht mehr, oder? Sollte ich da jetzt nicht vielleicht eher den wieder rausnehmen hier, damit die jetzt nicht das wertvolle Mehl verarbeiten zu Brot, obwohl das ja da viel ineffizienter abläuft? Ich glaube, ich sollte das lieber so machen, oder? Hier hatte ich ein Upgrade gemacht. Ah ja, stimmt. Wollte ich da nicht irgendwie noch einen Schneider? Ah ja, stimmt. Ja, genau. Ich wollte. Ja, ich wollte noch einen Schneider da machen, genau. Machen wir da erstmal den Schneider. Ermöglicht die Produktion von Kleidung, Mänteln und Gambesons. Weil ich glaube, hier haben wir nicht genug Kleidung auch. Die geht uns hier so langsam auch ein bisschen aus. Und wenn wir einen Überschuss haben, können wir den ja dann exportieren. Im echten Leben steht der Gemeinschaftsofen im Dorf und die Dörfler backen ihr Brot am Gemeinschaftsofen. Ja, gut, es ist ja hier gerade so, genau. Aber wir wollen ja jetzt eigentlich die Bäckerei hier an den Start bringen. Ich meine, macht ja keinen Sinn, wenn sie erst zum Gemeinschaftsofen gehen, Brot backen und was machen sie dann in der Bäckerei? Wofür haben wir die dann? Also so wie ich das verstanden habe und so liest sich auch hier der Text. Produziert mit der doppelten Effizienz des Gemeinschaftsofens Brot. Also müssen wir das Mehl auch in der Bäckerei verarbeiten. Weil sonst haben wir die doppelte Effizienz nicht. Wenn wir es im Gemeinschaftsofen machen, dann ist es eine normale Effizienz und keine doppelte. So lese ich den Text, keine Ahnung. Also entweder lese ich das falsch oder ich glaube, der Gemeinschaftsofen ist damit jetzt nicht mehr notwendig tatsächlich. Ich kann den wahrscheinlich sogar abreißen, wäre jetzt meine Vermutung. Aber ich lasse den mal noch kurz stehen, bis die fertig ist hier. Müssen wir mal gucken, ob da auch wirklich jetzt Brot bei rumkommt oder nicht. Haben wir jetzt eigentlich noch Mehl? Firewood, genau. Wir haben 134 Mehl, genau. Jetzt macht mal da hin hier. Ich brauche mal da jetzt schnell dieses Gebäude, dass ich da die Dings reinmachen kann. So, Schneiderei ist fertig. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ausgezeichnet. Und hier haben sie jetzt auch ihre vier Latten am Zaun. Da können sie jetzt fertig bauen. Hervorragend. Und wir machen jetzt hier mal gleich. Jetzt geht's. Eine Bäckerei, genau. Bau hat begonnen. So, da brauchen sie fünf Bretter. Und dann gucken wir mal, wenn die Bäckerei am Start ist, schauen wir mal, was bei rumkommt, wa? Ob da Brot bei rumkommt. Und wenn Brot bei rumkommt, ist es, glaube ich, ziemlich sicher, dass wir den Gemeinschaftsofen nicht mehr brauchen. Und immer wenn wir dann nicht genug Bäckereien haben, dann können wir wieder eine in einem Haus reinbauen, eine upgraden und dann kriegen wir ganz schnell noch viel mehr Brot mit einer höheren Effizienz. Und das ist super, das ist nice. Haben wir eigentlich Steine? 16 Steine. Nice. Wir sind jetzt schon wieder steinreich. Dann müssten die hier doch jetzt aber eigentlich Schilde bekommen haben, oder nicht? Okay, ich verstehe es nicht. Aus irgendeinem Grund kriegen die in der anderen Siedlung haufenweise Steine und die kriegen hier keine Schilde. Ich verstehe es nicht. I don't understand. Haben wir hier jemals mal Steine eingestellt bei dem Ding hier? Nee, hier haben wir Bretter eingestellt. Aber egal, irgendwie, irgendwann kriege ich das schon noch auf die Reihe mit dem Austausch zwischen den Regionen. Hast du schon mal auf Tab gedrückt? Ah, guck mal. Ah, ein schöner Overlay. Da habe ich noch nicht. Da sieht man mal ein paar Zahlen.
Ja, aber gut, es ist ja im Endeffekt das, was wir mehr oder weniger schon wissen. Also ja gut, es zeigt mir zumindest an, wie viele Leute in so einem Haus wohnen. Ob da überhaupt einer wohnt. So, die Bäckerei ist jetzt aktiv. Und die müssten da jetzt eigentlich Brot produzieren. Eine neue Familie ist eingezogen. Schmiede. Sehr nice. Stimmt, Eisenerz. Ah, da bin ich auch wieder nicht dazu gekommen. Ah, es gibt so viel, was man hier machen kann. Zweimal Brot. Okay, ja, ja. Es wird Brot gebacken. Es entsteht. Okay, dann weg mit dem Gemeinschaftsofen. Brauchen wir nicht mehr. Bäm. Haben wir uns Material gespart. Was ist hier los? Ungeschützte Waren. Ach so, ja, da war noch ein bisschen Mehl drin. Das müssen sie ins Speicher packen. Es zeigt sogar an, was wo fehlt. Echt? Ah, dass da Bier fehlt oder was? Und Brot. Okay. Beim Schneider einstellen, was er fertigen soll. Ach ja, stimmt. Ja, Gambesons, oder? Wegen Leinen? Wir haben ja nur Leinen. Haben wir überhaupt Leinen? Gute Frage. Haben wir davon überhaupt irgendwas? Farbstoff haben wir auch nicht. Warte mal, Leinen? Wie war das nochmal? Leinen, da brauchen wir doch vorher irgendwie wieder... Sekunde. Eine Weberei brauchen wir da. Wolle. Garn. Da brauchen wir Schafe. Da brauchen wir noch eine ganze Produktionslinie. Ah! Schafzucht. Da wäre ich total scharf gemacht jetzt. Machen wir jetzt. Ich hoffe, die Weide muss jetzt nicht so riesig sein, ja? Ja, genau. Warte. Da. Macht das mal so, genau. Das ist doch eine schöne Weide, oder? Würde ich mal sagen. Leinen wird eigentlich aus Flachs gemacht. Sicher? Moment mal, aber eine Weberei? Warte mal. Arbeiter nutzen Wolle zur Herstellung. Ach so, von Garn. Ja, okay. Flachs. Ach, verdammt. Ah, egal. Wir brauchen sowieso Schafe. Ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal. Warte mal ganz kurz. Haben wir eine Möglichkeit, Flachs anzuflachsen? Da ist die Fruchtbarkeit auch nicht gerade mit mir. Warum ist eigentlich in den Nachbarkönigreichen die Fruchtbarkeit, da regnet es irgendwie Milch und Honig? Und hier bei mir ist irgendwie Brachland irgendwie überall. Warum? Wie kann das eigentlich sein, frage ich mich. Das Gebäude ist fertig, scharf so. Da machen wir halt das Ding mit dem Garn jetzt. Was soll der Geiz? Warte mal, wo war das jetzt? Garn und Farbstoff. Da müssen wir noch Farbstoff produzieren. Wie kriegen wir einen Farbstoff? Moment. Farbstoff war... Wo war das? Hier. Aus Bären. Ja, mach mal, komm. Ist kein Problem. Kannst du hier hinten auch gleich machen eigentlich. Und an dieser Stelle endet diese Folge Männerlords. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Männerlords, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das wäre eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder in der nächsten Episode. Bis dann, ciao, ciao.